I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost. Ja, und mal herzlich willkommen. Ich habe schon Ewigkeiten kein Video mehr gemacht, aber dieses kleine Spielzeug hat mich einfach überzeugt und ich muss das jetzt schnell mal hochladen, denn das kann ich euch gar nicht länger vorenthalten. Und zwar handelt es sich hier um einen Nano-VNA-Netzwerk-Analyzer. Ja, relativ klein, wirklich klein, aber er funktioniert, macht was er soll und steht zum Beispiel diesem Gerät hier in nichts nach. Kommt ausgeliefert mit allerhand Zubehör. Zwei Verbindungskabel sind dabei. Ein Dummy-Load in Mini-Ausführung. Und ja, hier ist auch noch ein Verbindungsstück. Da ich leider keine Halterung habe, muss ich ein bisschen schneiden. Moment. So, ich habe jetzt mal den Dummy-Load über das Verbindungskabel mit dem Nano-VNA verbunden und werde das Gerät mal einschalten. Ja, nicht wundern, es ist etwas unscharf. Ich habe die Schutzfolie noch drauf. Bin noch nicht dazu gekommen, das Gerät auseinanderzubauen, um diese Schutzfolie abzukriegen. Aber hier ist schon eindeutig zu sehen, er macht, was er soll. Sicherlich kann man sich darüber streiten, ob ja, die Messwerte an der zweiten Stelle hinterm Komma korrekt sind, aber darum geht es hier, zumindest mir bei diesem Gerät gar nicht, denn ja, hier ist gefragt, ein kurzer, schneller Einsatz, um eben mal was zu messen. Und das macht er auf jeden Fall. Dann ja, muss ich unbedingt noch zeigen, dass dieses Gerät sogar einen Touchscreen besitzt, über den man dann allerhand Dinge abrufen kann. Beispielsweise kann man die Start-Stop-Zentefrequenz, die Spanne, alles Mögliche einstellen. Ich habe hier beispielsweise fürs 40 Meter Band ja, plus minus 100 kHz die Frequenz gewählt zum ja, für den Messbereich. Und man kann hier auch noch ja, einstellen, welche der vier Anzeigen hier oben im Display bedient werden sollen. Dafür gibt es dann noch mehr zur Auswahl. Ja, also Smith-Diagramm, SWR und ja, noch allerhand mehr. Auch hier bin ich noch nicht ganz dazu gekommen, alles auszuprobieren. Aber Abschlusswiderstand bzw. Fußpunktwiderstand und SWR macht er. Und das ohne Probleme. Dann gibt es jetzt noch einen kleinen Schnitt. So, denn dieses kleine Teilchen hat auch noch einen USB-C-Anschluss. Und ja, mit diesem gibt es dann die Möglichkeit, über ein Programm, was man sich aus dem Netz herunterladen kann. Ich ja, bin bemüht, dann auch mal den Link in das Video unten mit einzubinden, beziehungsweise in die Beschreibung mit aufzunehmen. Es wird ein virtueller COM-Port erstellt, eigentlich. Vorführeffekt, ja, super. Da ist er. COM-Port 10. So, und dann sind wir schon im Rennen. Und wir sagen mal, ja, allerhand Auswahl, wir nehmen uns die Stehwelle vor und holen uns mal die Daten. Ja, wer hätte es gedacht, passt. Jetzt ist eine, ja, eine Dipol-Antenne für das 80 Meter Band angeschlossen. So, über diese Kupplung. Im Hintergrund läuft noch ein bisschen FT8 40 Meter. Aber worum es eigentlich geht, ist das. So, hier hat man jetzt die Möglichkeit, bequem am Rechner die Daten einzugeben für den Bereich, den man sehen möchte. Und da kann man sich das Diagramm
hier ganz bequem anzeigen lassen. Alternativ natürlich selbstverständlich auch auf dem Display, und über das kleine Rädchen hat man die Möglichkeit, den Bereich abzufahren, so will ich es mal nennen. Und ja, hier oben sieht man dann die Frequenz in Verbindung mit dem SWR. Wir tasten uns mal ran. Da sind wir schon am Ende der Fahnenstange. Naja. Aber unter Berücksichtigung, wie die Antenne hängt, mag das vielleicht noch okay sein. Ja, das mal der ganz kurze erste Eindruck vom Nano VNA in Verbindung mit dem Programm in der Version 1.0.3. Die 1.0.1 funktioniert leider bei Windows 10 nicht. So viel habe ich auch schon herausbekommen. Und ja, erster Eindruck, $58, gar nicht so schlecht investiert. Das Teil macht, was es soll. Und das in einem Frequenzbereich von 50 kHz bis 900 MHz. Ja, ich gehe stark davon aus, dass weitere Videos folgen, denn die Möglichkeiten, ja, sind relativ umfangreich. Und ja, von daher 73 und beste X. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare.